Im März hat die Bundesregierung die Aufnahme von 5000 Flüchtlingen verweigert. Es ist nichts Neues. Die Katastrophe ist schon lange da. Die ist jetzt nur noch mal massiv verschärft und das war zu erwarten. Damals standen wir direkt am Abgrund einer humanitären Katastrophe. Seit Dienstagnacht sind wir einen Schritt weiter. Und das ist keine Ironie. Es gibt keinerlei Toiletten. Es gibt keinerlei Hygieneartikel, keine Windeln. Alle Menschen sind schmutzig und immer noch voller Asche. Nicht einmal die Hände kann man sich waschen. Es gibt Brandverletzte und auf der Flucht vor dem Feuer Verwundete. Sie können nicht versorgt werden. Man muss sich nur mal vorstellen, das wären europäische Touristen, die da gestrandet wären, die von der Brandkatastrophe betroffen wären oder die im Mittelmeer ertrinken würden. Was glaubt ihr, wie schnell da eine Lösung da wäre? Das wäre innerhalb von wenigen Stunden. Es werden hier heute keine Politiker und Politikerinnen zu Wort kommen, denn die Zeit für Betroffenheitsreden ist vorbei. Es sind Taten gefragt. Auch die Bundesländer Thüringen und Berlin und zuletzt auch Bremen haben mehrfach Bereitschaft erklärt, zusätzlich Geflüchtete aufzunehmen, aus Seenot Gerettete aufzunehmen. Der Horst Seehofer, unser Innenminister, hat es blockiert, er hat es verboten. Manche Länder aus der Europäischen Union haben sich bereit erklärt, insgesamt 400 von den 13.000, 400 junge Menschen in Europa aufzunehmen, davon 100 bis 150 nach Deutschland. Das ist lächerlich. Wir in Gießen und im ganzen Land, wir fordern schnellstes Handeln. Evakuiert die Menschen sofort. 13.000 ist keine große Zahl für unser reiches Land. Also als ob die Menschen irgendwie weniger schutzbedürftig wären oder weniger anfällig oder weniger wert. Es tut mir wahnsinnig leid, das ist rassistisch. Nichts anderes. Ganz nebenbei sind wir in Europa auch mitverantwortlich für die Gründe, warum die Menschen erst fliehen müssen. Eben durch Waffenexporte. Durch Deals mit Diktatoren und Despoten, durch unfaire Handelsabkommen, gerade mit einigen afrikanischen Staaten, durch eine miserable Klimapolitik, tragen wir auch aktiv dazu bei, dass weiterhin Menschen werden fliehen müssen. Und da können wir nicht einfach so tun, als hätten wir damit nichts zu tun. Also letztlich haben wir eine moralische Verpflichtung und auch eine rechtliche Verpflichtung, den Menschen jetzt zu helfen, und zwar jetzt sofort. Und das müssen wir jetzt machen. Punkt.